Hast du vor, mich jetzt zu töten? Es tut mir leid, Nikolai. Ich wünschte, es ginge auch anders. Weißt du, im Herzen empfinde ich denselben Schmerz wie du. Diesen Schmerz, den du durch Alkohol zu ertränken versuchst. Ja, den Schmerz deiner ganzen Erinnerungen. Du hast geliebt und sie verloren. Alles andere waren Hirngespinste, die dich von der Wahrheit distanziert haben. Du weißt, wovon ich rede. Du weißt, bevor die Bomben fielen, bevor sie uns genommen wurde. Manche Dinge vergessen wir. Aus gutem Grund! Die Seelen wurden gesammelt, Maxis. Wir sehen dich. Nikolai, Dempsey, Takeo, ich spreche jetzt nur zu euch. Richthofen? Er kann mich nicht hören. Wahrscheinlich zieht er sowieso gerade sein eigenes Ding durch. Es ist also alles beim Alten geblieben. Die gute Neuigkeit ist, ihr seid fast fertig. Es wird schon bald Zeit, zum Haus zu kommen. Aber dieser Plan, dieser große Plan... Eine Menge davon beruht auf Richthofens Arbeit. Bevor er euch kennengelernt hat, hat er Jahre damit verbracht, die richtigen Versionen von euch zu finden. Diejenigen, die den Schlüssel hatten, um die anderen Dimensionen abzuschotten. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, was das bedeutet. Der Punkt ist, er ist mittlerweile überflüssig geworden. Er ist schon seit einer Ewigkeit im Haus. Aber sagt ihm das nicht. So oder so, es ergibt alles einen Sinn, wenn ihr hier ankommt. Wirklich, es kommt alles in Ordnung. Verdammt, ich habe völlig vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Dr. Monty. Hallo, schön, euch alle zu sehen.